Hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher. Ja, ihr hört richtig. Es ist The Witcher und die Aufnahme funktioniert, deswegen kann ich wieder hier rein. Ups, sorry, ich muss das eigentlich immer mal nachgucken. Da war wieder was anderes vergessen. Wir spielen aber eine Weile und schauen mal, was dabei rumkommt. Nein, 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 wartet kurz. Habe etwas in der Nähe, was mir hilft, die Zeit ein bisschen zu überwachen. Ihr wisst es schon. Ihr, die mir erfolgreich mir öfters zuschaut, werdet wissen, dass ich mein Handy als Zeitenmesser verwende. So. Jetzt können wir loslegen. So, ich würde sagen, wir spielen 20 Minuten ungefähr. Wir sollen mit dem Dorfältesten von Niederwürm sprechen. Das ist unser Ziel. Und gleichzeitig können wir uns dort wieder ein bisschen Vorräte und so kaufen. Oh, nicht so stürmisch, kleiner Plötze. So, ja, Stoßpferd. Geh mal schneller hier. Komm schneller jetzt. Was? Du bist doch schon hier auf dem Land. Der Rest ist interessiert uns nicht. Direkt durch den Dschungel nach Niederwürm. Finde ich gut. Da, Krähennest oder so. Ja, was soll man dazu sagen? Hüpfen, rennen. Da, seht ihr, was so durchqueren. Zack. Hier gibt es Menschen. Ah, da waren wir aber schon. Ah ja, hier waren wir schon. Hahaha. Da, wir haben Niederwürm gefunden, weil wir hier Vorräte gebraucht haben schon. So. Die stören hier Schlag alle. mich nicht hart. Hatten wir das nicht schon alles durchgeguckt? Zündung Brennholz. Gegen moderate Bezahlung gerne in Getreide oder Gemüse bringe ich Gestrüpp Gehölz aus dem Wald zum Feuern und Heizen. Heukarren zu verkaufen. Vom Besitzer. Guter Zustand, kaum gebraucht. Scheinwagen mit die Fragen. Kürschner und Lederrasen, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an. Macht und repariert fein oder auch abgetragene Kleidung. Zuverlässig und pünktlich holt das Material ab, liefert die fertigen Waren, stets mit einem Lächeln. Sorry, Schwarz, Strauch. Kühn, Kuschel sucht Arbeit. Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Bietet Töpfe, Becher und Vasenpfeil, geformt und gebrannt von reinem Lehm aus Kleinweg. Ganz eurem Geschmack dekoriert oder schlicht, aber alles so hübsch wie ein Milchmädchen und doppelt so robust. Anselm. Okay. In Fleisch und Gerbe, heute von Rehen, Wölfen, Bären. Preis war noch so, Robert. Was soll ich dazu sagen? Waren wir hier jetzt doch noch nicht? Scheinbar waren wir hier tatsächlich noch gar nicht. Oder ist es wieder alles aufgefüllt? Da bin ich mir manchmal sehr unsicher. Milch, frische Sauermilch. Daran erinnere mich doch. Ich schau mal, was er uns verkaufen hat. Ja. Roggen, weißt du so. Aber er hat wieder. Er hat auf jeden Fall wieder Nahrung. Und deswegen gönnen wir uns da auch Nahrung. Und wir schauen einmal, Kartenspiel muss sein. Weil ich gerade nicht, weil. Hatten wir ja nicht genug Münzen? Dann wollen wir nochmal Karten spielen. Ja. Wenn er derselbe ist. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir. Wenn es derselbe ist, dann wird das ein sehr leichtes Spiel. Was macht Finte nochmal? Tasche der Karte ging er gerade auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deine Hand. Nee, ich finde irgendwie nicht gut. Okay, haben wir geklärt, er spielt Monster. Ja, den hatten wir, waren hier doch schon. So, Belagerungskarten. Damit er nützlich ist, brauchen wir viele Belagerungskarten. Sieht nicht so aus, als ob wir viele Belagerungskarten hätten. Demzufolge ist der ziemlich scheiße. Nochmal. So, wieso ziehe ich die immer zweimal? Okay, wir haben sehr viele Schwerter. Ich finde, wir spielen den erstmal aus. So. Der mal der gleichen Achter, das ist gut. Was ist das denn? Pestmite. Ah, so sieht's doch aus. Okay. Danke. Her mit denen. Verdoppeln sie jetzt jeweils. Und dann haben wir schon 16. Oh Mann, ist das gut mit den beiden hier.
Krammspinnenungetüm. Der hat einen Effekt. Das will ich mal lesen. Muss doch, finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Okay. Hat er scheinbar nicht gehabt. Die Karte ist super gut. So. Wir können es uns leisten, deswegen ziehen wir zwei Karten. So. Schaut her, jetzt haben wir ein paar Triebböcke. Ja, ja, jetzt ist er auf 18, okay. Aber wir haben mehr Handkarten. Darum, hey. Wir bleiben mal hier schön in der obersten Reihe. Eisriese. Oh. Und da kriegst du die gute Wässer ab. Bams. Ein Schüchterer. Ich bin aber nicht so wirklich eingeschüchtert, mein Lieber. Siegfried. Oh, von Denisiel. Der gute alte Siegfried. Wer kennt ihn nicht? Der Erdgenius, ja. Okay, so langsam müssen wir andere Karten spielen. Deswegen würde ich sagen, bam, kommen jetzt die guten Karten raus. Die guten Geschütze. Wir sind immer noch im Vorteil, okay. Oh. In dem Fall würde ich gerne lieber die hier ausspielen. Weil wir sind gerade im Vorteil. Die großen Brocken hatten wir uns bis zum Ende. Da ging er passt, seht ihr? Dann können wir nämlich auch passen. Wir haben gewonnen. Hallo, wir haben gehalten. So. Ja, genau, er kriegt den wieder. Ah ja, wir ziehen die Karte, genau. Und mit dem können wir uns wieder irgendwas Schönes holen. Den stärksten, den wir haben. So, den wir auf dem Ablagestapel. 6 ist das stärkste eigentlich. Zack, schon so wieder bei 11. Und er hat nur noch 3 Handkarten. Okay. Das ist gerade unschön. Aber wir haben ja hier. So, schönes Wetter hier. Bam, da braucht ihr keine Handkarten benutzen. Goggle! Wow. Aber hier weiter Katapulte spam. Dann klappt das. Ein easy, weasy, peasy. Ja, gutes Wetter. Cool. Dort hast du keine Handkarten mehr, sehe ich das richtig? Wir setzen den noch ein. Der Gegner müsste passen jetzt. Und dann spielen wir aber alles aus, weil er hat verloren. Und wir haben gewonnen. 36-7. Bam. So macht man das, Leute. Was kriegen wir jetzt von ihm? Blei. Vielen Dank. Können wir jetzt einkaufen gehen? Zeig mir, was du zu verkaufen. Ja, wir können auch Dinge einfach verkaufen, fällt mir gerade ein. Aber wollen wir das? Eigentlich gerade nicht. Wir haben 36. Das kostet wirklich 21. Okay. Dieser Mistkerl ist teuer. Bis dann. Ja. Hm, also hier war, wird wieder aufgefüllt alles, habe ich das Gefühl. Oder ich habe beim ersten Mal aber vergessen, das alles einzusammeln, weil das meiste ist hier ja leer. Bäm, da hier raus, danke. Ich mach mir eine Schleuder und jag Bären damit. So, der war der, mit dem soll man reden. Dann los. Hi. Was bedrückt die Dorfbewohner? Schönes Dorf. Ja. Ja. Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Der ist sehr skeptisch, kennst oder? Du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihnen gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ja. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste.
Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Das hört sich nicht gut an. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Tja. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. What? Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Aber es war nicht so. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Das ist heftig. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Und die haben nicht geholfen bisher? Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Verdammt. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Okay, dann gehen wir mal los. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Okay, vielen Dank für die Warnung. Ich werde dem Gehör schenken. Und erstmal hier versorgen. Yay, so. Okay, Leute. Dann werden wir uns mal um dieses Böse kümmern, ja. Und schauen, ob wir damit klarkommen. Ja, müssen wir ja letztendlich, sonst kommen wir nicht weiter. Hey, danke. So, aua, das ist ein Gegner. Aber die interessieren mich nicht. Denn nur das Böse interessiert mich. Ruine eines Adligen. Pferd! Oh mein Gott. Das ist also, ja, egal. Lass die Turmruine, die besuchen wir später mal. Erstmal gehen wir hier lang. Wow. So, tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Was? Ist das... Oh, wir sind umringt von Feinden. Okay. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Woher kommt deine Stimme, würde ich jetzt gerne mal wissen. Wieso tötet ihr alles? Reißzahnabdrücke. Okay, hier sind auf jeden Fall Leichen. Mit Reißzahnabdrücken. Ich höre die auch. Seid ihr da? Überall. Aha, Wölfe. Haben die Wölfe ein bisschen was getötet, hä? Hallöchen, Wölfe. Mit euch komme ich klar. Ja, schau mal, wie die sterben hier einfach. So. So macht man das hier.
Wo ist denn? Wo ist denn? Wo sind die? Wow! Immer mal locker bleiben hier unten. Okay, ich finde hier keine weiteren. Hundeteig. Kriegen wir bestimmt viel. Vor unten brauche ich keine Angst haben. Die sind keine wahren Gegner für mich. So, wieso ist die Markierung jetzt da plötzlich? Weil wir die Hunde getötet haben wahrscheinlich. Wir müssen sie aber alle töten. So, wie immer. Oder auch nicht. Hier ist der Baum, ja. Den sollten wir uns angucken. Nächstes Mal. Aha, hier ist noch ein Wolf. Miststück, hast du mich etwa angegriffen? Oh, jammer nicht rum hier. Dass ich getötet habe. So. Das ist okay. So, hier ist irgendwo der Eingang. Ich sehe jetzt nicht, dass hier alles weiß ist, aber hey. Wo soll hier der Eingang sein? Jetzt erstmal dumm gefragt. Bewegt sich der Baum? Gruseliger Shit hier. Okay, hier ist was Besonderes. Schnellreisen ist doch nicht so besonders beschlossen. Hier ist ja gar nichts. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Ja, das dachte ich mir schon, dass der Baum irgendwie besonders ist. Und wie kommen wir da rein? Wo ist denn dieser verehrte Eingang? Ach so, die magische Lampe müssen wir nehmen, natürlich. Nur mit der Lampe geht das hier. Die Lampe entdeckt doch einiges, habe ich gehört. So, ja. Oder habe ich hier irgendwo Illusionen übersehen? Hey, Geralt, da kommst du nicht so weiter. Ist hier irgendwo eine Illusion, die ich übersehen habe? Junge, das langweilt mich gerade. Hallo. Ja. Okay, weg damit. Eine Passage, die irgendwo hinführt. Ich schaue die ganze Zeit und finde nichts. Theoretisch. Ich finde nur das Schnellreisending, ja. Da ist was zwischen den Dings. Wurzeln, ja, wow. Sind da noch mehr Wölfe? Los! Geh weg darüber oder so. Ich habe keine Ahnung, was ihr finden soll. Der Eingang. Wo ist der verdammte Eingang? Ja, wenn ihr das findet, sagt ihr mir Bescheid, oder? Wenn ich irgendwas übersehen haben soll. Ich gebe mir sogar einen etwas weiteren Blick. Ein Blick auf alles Mögliche, aber ich finde absolut gar nichts.
Bin ich dumm? Hallo? Vielleicht doch mit der magischen Lampe was finden? Ich meine, wieso ist hier so eine Markierung? Da habe ich was übersehen. Oh, das ist ja peinlich. Komm her! Das ist so ein Ast auf jeden Fall. So. Ich glaube, das ist etwas, was ich gerade nicht herausfinden kann. Ich meine, auf jeden Fall ist es schön hell jetzt. Können wir die Waffe einstecken? Vielleicht sehen wir es nicht, weil wir die Waffe hatten. Unsere Hetzerkräfte sich dann nicht richtig eignen dafür. Hier, ich werde hier auch teilweise geblendet. Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Steck die Scheiße da weg. Vielleicht muss er doch weiter weg. Der Eingang ist ja irgendwo in der Höhle. Hm, Magie. Ein Ort der Macht. Ein Kind. Wow, okay. Ja. Wir sehen ja auch, dass da ein Ort der Macht ist. Ein Schrein oder irgendwas, Leute. Lass uns mal gucken, was das hier ist. Hier irgendwo. Oder weiter unten drunter. Wer halt? Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Wow, was bist du? Ein Werwolf? Wow! Und er ist stark. Ja, komm her. Autsch. So, das hast du jetzt verdient. Ja, komm doch her. So. Kann besser hüpfen als du, glaube ich. Aua. Okay, der ist schon schnell, der Bastard. Ich glaube, er hier hin und her rennt. Warum schreist du? Warte, auf dich zu heilen! Okay. Der heilt sich, das ist sehr unfair, finde ich. Oh, Mistkerl. Sehr, sehr unfair. Okay, das ist kein guter Angriff gewesen. Jetzt wieder hochgeheilt. Ja, klar. Okay, ich sehe auch nicht mehr viel. Falsche Reihenfolge der Tasten. Tot, wow. Also wir haben herausgefunden, was diese Leute tötet. Aber ich glaube, das ist nichts, was wir einfach so bezwingen können. Ein verdammter Werwolf, Leute. Und er heilt sich. Habt ihr gesehen, wie dreist? Wartet, wir können doch die Rüstung darauf beschädigen von dem Typi. Feuer sollte also helfen, ihn auf Dauer zu knechten. Oder? Theoretisch? Ich glaube schon. Und dann machen wir ihm irgendwann so viel Damage, dass er nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß,
woher du kommst. Okay, wow, wir müssen ja alles von neuem machen. Das zackt ein bisschen, deswegen beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, weil euch die Folge gefallen hat. Ein Däumchen würde ich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mächte, die mich tschüssi! Spüren, woher du kommst. Sei ruhig.